Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxhaus Aussie TV. Freunde, heute für euch ein Heiligabend-Weihnachts-Special. Weil es gibt doch nichts Schöneres wie Weihnachten. Der ein oder andere freut sich schon auf das AC, das unter seinem Weihnachtsbaum steht. Und ich, liebe Freunde, habe mir doch überlegt, wir machen dann mal ein kleines Weihnachts-Special. Weil zum Jahresende mache ich ja immer mal gern ein Video über meinen Fuhrpark. Und heute, Freunde, machen wir quasi mein Fuhrpark 2023 und 2024. Bedeutet, wir haben Fahrzeuge hier dieses Jahr durch die Werkstatt geschleust. Manche sind auch wieder gegangen, andere sind verblieben, gehen mit mir in das nächste Jahr und mit dem werden wir hier auf dem Kanal definitiv noch sehr viel Spaß haben. Aber zunächst einmal das Wichtigste vorweg. Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten 2023 mit eurer Familie. Genießt die Zeit, genießt die Feiertage. Ich hoffe, dass ihr alle irgendwie Urlaub habt, dass ihr noch ein bisschen mehr Auszeit habt von der Arbeitszeit, von der stressigen Zeit und dass ihr diese wirklich sinnvoll mit euren Lieben oder auch eurem Hobby verbringt und ein bisschen runterfahrt, damit das neue Jahr, das mit Sicherheit mit neuen Herausforderungen und Aufgaben gespickt ist, einfach kommen kann und wir es dann voller Tatendrang und Stärke gemeinsam anpacken. Freunde, dazu, wie gesagt, heute ein Video über den RC-Fuhrpark, den ich mir angelegt habe dieses Jahr und den ich jetzt ins neue Jahr mitnehme. Und ich kann an der Stelle nur sagen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video. Und wir starten einfach mal hier an meinem Arbeitsplatz. Jetzt neu auch mit Tablet, bald demnächst im Video zum Sehen. Es wird alles digitaler. Digitalisierung, yeah! Nein, aber tatsächlich jetzt demnächst bald ein Video mit Tablet. Ganz hochtechnisch. Mein Arbeitsbereich, so wie ein Arbeitsbereich einfach aussieht. Leere Paulaner-Dosen, leere Cola-Flaschen, Reiniger, Zewa, Wasser, was man nicht so alles braucht. Hier oben geht es dann weiter mit meinen Fernsteuerungen. Die große Fernsteuerungssammlung. Und da gibt es eine Fernsteuerung, die gilt es da ein bisschen hervorzuheben. Und zwar die Apsima CA4T. Zeige ich euch hier. Jetzt schaut euch das Ganze mal an. Übrigens, die Limo von Granini, richtig lecker. CA4T von Apsima. Die Funke ist eigentlich seit Anbeginn meiner YouTube-Zeit mit dabei. Das muss man mal wirklich so festhalten. Ich habe die jetzt seit bald 3 Jahren und die funktioniert noch einwandfrei. Hat tatsächlich noch relativ viele Fahrzeuge von mir in der Verwaltung. Ihr habt nämlich auf der Funke einen 20-Kanal-Modellspeicher, wenn ich es noch richtig zusammenbringe. Und egal, ob das jetzt auch mal schon eine Reparatur war, beziehungsweise auch das Binden mit ganz, ganz vielen RTR-Empfängern, die ihr manchmal in den Fahrzeugen so bekommt, vorzugsweise auch von FlySky beispielsweise. Damit funktioniert die Apsima CR4T richtig gut. Deswegen da einfach mal den Hinweis gegeben, das ist wirklich die erste hochwertige Funke, die ich mir damals gekauft habe. Ja, und die ist jetzt heute, Übergang zu 2024, immer noch im Fuhrpark. Ansonsten haben wir eigentlich, wie jetzt gerade schon angesprochen, einen ganz, ganzen Haufen RTR-Funken mit dabei. Ganz, ganz viel von Draxas, da werdet ihr auch gleich noch sehen, warum. Da hinten noch meine Futaba. Die Futaba-Funke, die benötige ich aktuell noch in meinem Drag-Projekt, dem Team Associated DR10, den ihr hier oben seht. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen. Der DR10 würde normalerweise da oben stehen. Ihr habt noch Videos in der Playlist, da steht da oben der Team Associated DR10. Und der DR10 ist jetzt momentan stillgelegt, oben auf dem Speicher. Ich habe hier meine Crawler-Strecke für den SCX24, den zeige ich euch auch gleich. Und deswegen aber einfach nur Hinweis gegeben, weil wir es gerade noch von der Futaba hatten. Der DR10 ist da, ist nur aktuell auf dem Speicher oben. Der kommt dann im Frühjahr oder Richtung Sommer wieder raus, wenn es dann auch mit dem RC Drag Racing weitergeht. So. Der nächste auf der Liste wäre dann jetzt hier der Draxas TRX4. Den habe ich euch gezeigt in den letzten Crawler-Highlights, meinen Top 5 aus 2023. Und natürlich habe ich dieses Exemplar mit dem Bronco 21 noch hier im Fuhrpark. Der war mit mir auch dieses Jahr relativ viel unterwegs. Beispielsweise dann auch bei der Bärbel Trophy und hat sich diese Urkunde hier abgeholt. Ja, die habe ich noch hier an der Wand hängen. 6. Bärbel Trophy, Teilnehmerurkunde, nicht schlimm, alles gut. Da war ich mit dem TX4 unterwegs, mit dem Bronco. Deswegen für mich auch ein großes Highlight in 23 mit seinem langen Radstand. Es sieht einfach sexy aus, in so schönem Orange, mit den Anbauteilen, die ich ihm spendiert habe. Und dann noch den selber lackierten Felgen mit RAL 2011 Tieforange. Und der hat auch die Links da unten drin. Also auch die Vollcolor-Links, die sind da auch noch mit dabei. Und wie gesagt, ich, ja, Lieblingscrawler, ist einfach so. Dann hier unten haben wir noch ein paar Karosserien, die ich dann auch mit dem einen oder anderen Chassis immer wieder verheirate. Hier zum Beispiel für TWS, da habe ich noch den Jeep
drin liegen. Dann habe ich noch den Unimog, den ich fahre, wenn ich das CWS-Chassis bewege. Dann habe ich hier für mein Builders-Kit, das jetzt mittlerweile nicht mehr da ist, noch zwei Karosserien, die ich aber benutzt habe und noch behalten wollte, weil das Builders-Kit ist relativ schnell wieder angeschafft. Und dann habe ich zwei Karosserien. Und hier unten noch die Toyota Trailrunner-Variante, einmal in Schwarz selbst lackiert und dann in Weiß original, wie sie gehört, für eben mein Element IFS 1 Chassis. So, wenn wir dann weiter rücken zum Glasvitrinenschrank, schöner Schrank, da stehen eigentlich so ziemlich alle meine Mini-RCs drin. Und wir fangen unten an mit den letzten zwei verbleibenden Booten, die ich noch habe, die ich eigentlich auch hauptsächlich nur mit den Kindern nutze. Da gehen wir einfach raus an den See ab und zu, fahren mal eine Runde. Der Kleine ist recht witzig, den haben wir mal beim Konrad im Sale gekauft. Das habe ich euch ja hier auf dem Kanal auch schon gezeigt. Und da noch das blaue Iachim-Boot, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Grüße gehen raus an den Dennis. Der hat dann nämlich mal mir und dem André, glaube ich, eins zu Weihnachten geschenkt, sodass wir dann zu dritt immer mal wieder Spaß am Baggersee haben. Als nächstes auf der Liste ein Tamiya TT02 Chassis. Und zwar das Projekt, das ich ja mit einem Airride ausgestattet habe, das der Dennis entwickelt hat, 3D gedrucktes Airride-System. Da gibt es ja auch ein Video hier auf dem Kanal. Und dann haben wir ja zusammen noch ein Lichtkonzept entworfen, damit die ganze Bude so richtig krass leuchtet. Aktuell auf Drifträdern gestellt. Das Fahrzeug ist auch noch voll umfänglich beweglich. Also das kann man tatsächlich noch zum Fahren nehmen, aber es ist zu schade zum Fahren. Also ich würde das maximal indoor auf einem Teppich noch bewegen. Wie gesagt, die Lichter anschmeißen, dann mit dem Fahrwerk hoch und runter fahren und dann war es das mit dem Chassis eigentlich schon gewesen. Also für mich einfach nur so ein Projekt, das ich da wirklich gern immer wieder angucke, ab und zu auch mal einschalte und das jetzt einfach hier noch in der Glasvitrine steht. So, kommen wir zu den Mini-Racern, die ich aktuell unterhalte. Und da sieht es so aus, Freunde, da haben wir im Prinzip noch die Absima X-Racer. Dann sind dort die Team Associated, die ich von Formuline bekommen habe. Das war ja der Short Course Truck und der Truckie. Und hier hinten haben wir noch zwei WL-Toys, die jetzt momentan als LKW dastehen. Einer Onroad, einer Drift. So ein Projekt, das ich mit der Hanna noch gemacht habe. Eingangs zum Winter oder noch im Herbst, kann man sagen. Und die haben dann im Prinzip dazu geführt, dass dann eigentlich auch die da standen. Deswegen hier für den Winter, für den Herbst, für die Indoor-Nutzung mit den Kids meine 6 Mini-Flitzer aktuell. Dann kommen wir zu dem Grund, warum mindestens 4 Traxxas-Funken oben auf meinem Schrank stehen. Und zwar haben wir hier 3x TRX4M. Das da drüben ist übrigens nur eine leere Karosserie. Die ist da noch übrig geblieben, weil ich habe hier im Prinzip ein Chassis, das jetzt RTR ohne jegliches Tuning arbeitet und eben für meine 2 Mädels gedacht ist, respektiveweise auch 3, wenn die Sarah Lust hat. Das ist jetzt der lila, den ich euch hier zeige. Dann habe ich den orangenen, den ich ja schon mit ein bisschen Tuning ausgestattet habe, mit Lewis-Reifen ausgestattet habe. Der hat da, wie gesagt, ein Jora-Tuning bekommen, fährt als Overlander durch die Gegend. Das ist aber auch das Chassis, wo ich meine Unimogs draufpacken kann. Deswegen da einfach so ein kleiner Hybrid. Den kann ich querbeet nutzen. Auf den kann ich jetzt auch zum Beispiel die leere Karo wieder draufpacken, ohne dass ich dann oben den Aufbau drauf habe. Also da einfach ein bisschen ein Flex-Multi-Chassis. Und hier drüben noch den Hightrail, den ich ja mit ordentlich Tuning ausgestattet habe. Das heißt auch da mit der Alu-Getriebebox von Enjora, dem langsamen Getriebe, auch dem Pro-Motor. Also da steckt auch schon einiges drin. Deswegen hier so ein bisschen meine Sammlung TRX4M, die Mini-Crawler-Fraktion. Und wenn wir dann hier hochgehen, da steht noch mein ganzer Stolz, den habe ich jetzt wirklich, ich glaube, seit einem Jahr nicht mehr bewegt. Also nicht, dass ich jetzt da sonderlich stolz drauf wäre, aber es ist tatsächlich so, das ist mein Traxxas Mini E-Revo 1:16, den ich dann irgendwann mal 2022 umbauen konnte zu so einem Gravedigger mit den originalen Traxxas Monster Truck Reifen. Und seitdem ich diesen Umbau gemacht habe, ist das Fahrzeug einfach irgendwie da drin und hat sich nicht mehr bewegt. Da ist so eine 3000 KV Rubitronic Combo drin, ja, ein fetter Motor. Und der geht auch echt gut mit dem Fahrzeug. Ich bin ja dann irgendwann mal eingangs meiner Zeit erst noch mit dieser Proline Ford Raptor F150 Karo durch die Gegend gescheppert, hatte da noch Lewis-Reifen drauf. Das war schon schön. Und habe dann, wie gesagt, irgendwann mal noch die Traxxas Original Monster Truck Reifen gefunden mit der Karosserie. Und seither steht er da drin und sieht einfach nur noch schick aus und ist so ein bisschen mein Shelf King. Macht da immer wieder wirklich Spaß anzuschauen. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe genug andere Fahrzeuge, die ich draußen durch die Gegend schießen kann. Also warum da den schönen kleinen Monster Truck kaputt machen? Hier drüben Axial SCX24. Dafür brauchen wir auch den Crawler Park. Der ist ja im Prinzip damals gebaut worden für SCX24. Ja. Und den benutze ich ja auch jetzt im Winter relativ viel. Deswegen musste der DR10 hoch auf den Speicher und die Crawlerstrecke runter. Und da haben wir den SCX24. Da habe ich auch noch hier hinten einen Hänger quer liegen. Ja.
Damit kann ich dann Dinge durch die Gegend ziehen. Auch ein super, super kleiner Indoor-Crawler, der macht echt richtig viel Spaß. Auch die Helen fährt zum Beispiel damit immer relativ viel durchs Kinderzimmer. Da bauen wir dann mit Lego auch mal so kleine Parcours auf oder mit Duplo-Steinen und dann fährt es mal da drüber. Ist relativ schnell geladen, immer auch mit dem USB-Ladegerät. Macht dann einfach eine Stunde sein Ding. Oder wie gesagt, einfach auf so einem kleinen Crawler-Park, den wir dann hier mit so Eisstäbchen gebastelt haben, schon vor einem Jahr oder wann. Und fahren dann da gemeinschaftlich drüber. Da habe ich auch noch eine zweite Platte und da macht es dann wirklich richtig Spaß. Deswegen SCX24 noch als Ergänzung zu meinem TRX4M. Einfach da im Mini-Vitrinen-RC-Schrank und dann haben wir eigentlich die Seite auch schon abgeschlossen. TWS CTS. Letztes Jahr released worden mit dem Jeep. Den habe ich euch ja gerade da drüben schon gezeigt, die Karosserie. Nochmal kurz zur Erinnerung, das ist die hier. Und ja, das sitzt normalerweise auf dem Chassis, bloß ich habe dann angefangen, irgendwann mal in ganz wilder Manier ein Unimog nach dem anderen zu basteln. Das heißt, das war dann diese Karosserie, die ich da drauf gesetzt habe. Und meine Mädels, die hatten dann Bock auf so ein pinkes Ding, also habe ich denen ein pinkes Ding gebaut. Und so waren wir jetzt draußen, haben sie natürlich eingesaut, der Vater soll ihn wieder putzen. Aber naja, ihr seht ja schon, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Egal, TWS-Chassis, richtig cool. Da bin ich ein richtig großer Fan davon, das hat der Daniel damals entdeckt. Und ich habe mich dann ihm angeschlossen, mir auch eins zuzulegen. Das ist jetzt mittlerweile schon das zweite Chassis, das ich habe, der Jeep. Und da kommt jetzt dann tatsächlich in freudiger Erwartung auch ein neues Chassis raus, LCG, der THR, ein Low Center Gravity Projekt. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Einer ist schon auf dem Weg zu mir und den wird man dann hier auf dem Kanal zusammen auspacken und werden ihn gemeinschaftlich aufbauen. Vielleicht auch mit dem Daniel, wenn es zeitlich irgendwie zusammengeht. Deswegen TWS. Auf jeden Fall auch einer der cooleren Crawler. Für mich 2023 immer noch sehr elementar und der geht mit mir auch ins neue Jahr rüber. Hier unten drunter haben wir dann Element RC. Element RC mit dem IFS 1, das heißt Independent Front Suspension. Ein Chassis, das mit einer Vorderachse mit Querlenkern arbeitet. Das war das erste Chassis, das sie rausgebracht haben mit den Karosserien, die ich euch hier gerade eben schon gezeigt habe. Also die weiße ist die Original RTR Karosserie. Ich habe mir dann nochmal eine zweite zugelegt und die einfach schwarz lackiert und ein bisschen modifiziert und bin jetzt an so einem Punkt, wo ich dann einen Toyota Tacoma 2015 draufgesetzt habe und schon wieder aus dem Ganzen mehr einen Scaler wie einen Crawler habe. Mit dem bin ich auch tatsächlich mehr am Trailen. Er hat aber trotzdem noch tolle Crawler-Eigenschaften, funktioniert tippitoppi und ist deswegen auch noch wirklich einer meiner Lieblinge im Fuhrpark. Und darunter sitzt dann auch schon das Nachfolgechassis. Habe ich euch jetzt auch in den letzten Top 5 RC-Crawlern vorgestellt. Und das ist das IFS 2-Chassis von Element. Deswegen für mich auch ein sehr, sehr cooles Chassis. Da sind jetzt auch schon die 3D-gedruckten Teile mit dran. Das heißt, die Fender hinten, der Bügel, das Lightbar, die Außenspiegel und so weiter. Also an dem habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Aus dem 3D-Drucker heraus auch schon ein bisschen Tuning verbaut. Den nehmen wir mit ins nächste Jahr. Und ich habe auch Bock, da mal noch eine Karo auszuprobieren. Da gibt es nämlich etwas passend zu dem, was ich schon habe. Nur, wie gesagt, hier haben wir einen längeren Radstand. Das bedeutet 324 mm, während das IFS 1 mit 313 arbeitet. Und da hole ich mir dann einfach die Unterschiede raus mit den Karosserien. Ohne groß was umbauen zu müssen, kann ich da einfach dann ein Projekt nochmal verfolgen, das mir schon länger ein bisschen unter den Fingernägeln kitzelt. So, abschließend haben wir dann zum Schluss noch hier unten im Regal den Charisma stehen. Das SCAE-Chassis mit dem Range Rover. Land Rover, Range Rover, ja, ich glaube, so war das. Den habe ich damals im British Racing Green lackiert. Bausatz eingekauft beim Boris im Shop, bei der RC-Kiste. Ist immer noch da, macht immer noch Spaß. Ist bei mir eigentlich mehr nochmal ein Scale-Trailer, wie als dass ich mit dem voll brutal zum Crawlen gehe. An der Karosserie habe ich mich damals richtig verausgabt. Das war so ziemlich die erste, wo ich das Scalen so auch entdeckt habe. Also sprich das Nachbauen echter Fahrzeuge. Und deswegen einfach aus nostalgischen Werten nehme ich den auch mit ins nächste Jahr. Das Crawler-Chassis mit 200 und paar 80 zerquetschte Millimeter, also ein bisschen kürzer wie ein Standard. Das nehme ich dann auch mit ins neue Jahr. So, und dann so ziemlich der letzte Crawler auf der Liste. Das ist der Big Baba hier, der Bronco 21 von Ykong, der 4083. Der jetzt aktuell wieder ein kleines Facelifting in Form von schönen Stickern bekommen hat. Ich habe da jetzt auch neue Bedlock-Reifen drauf gemacht. Da ist jetzt auch eine Testfahrt ausstehend nach dem Umbau, der gemacht wurde. Und ja, mit dem ging die Reise jetzt erst relativ früh los. Deswegen steht er auch noch hier. Den nehme ich mit nach 2024. Bin jetzt gerade noch dabei, so ein bisschen zu konzeptionieren, wie ich dann noch den Aufbau oben gestalte. Aber ansonsten, ja, bin ich mit dem bisher jetzt schon mal sehr zufrieden. Elektronik ist alles noch RTR, bis auf das Servo. Das haben wir auch umgebaut.
Und ja, mit dem geht's dann im neuen Jahr weiter. Dann geht's mal endlich los mit den großen Bashern. Und da mache ich doch gleich mal den Einstieg mit dem Big Rock 6S, der jetzt hier den Einzug gefunden hat. Momentan noch eine kleine Reparatur ausstehend. Die Ersatzteile liegen da. Es muss nur noch ein bisschen Zeit gefunden werden. Und dann gehen wir auch schon wieder raus zum Fahren. Da will noch ein Speedrun gemacht werden mit dem großen Ritzel. Nochmal vielleicht vielleicht erstmal noch ein Speedrun mit dem Standardritzel. Letztes Mal waren wir ja im Offroad-Gelände. Ich glaube aber auf der Straße bei guten Konditionen, da können wir auf jeden Fall noch was rausholen. Ich habe dann auch noch alternative Reifen für das Fahrzeug schon da. Da will ich auch noch was ausprobieren. Und das rein von der Kategorie mal so ein Scale-Basher, ja, weil es ist wirklich auch eine sehr, sehr gelungene Karo geworden. Das haben wir jetzt auch schon zu Genüge geklärt. Der kann mit Sicherheit auch in den Flip-Modus gehen, ist aber per se, glaube ich, nicht ganz dafür ausgelegt. Da differenziere ich so ein bisschen zwischen dem Scale-Basher und dann einfach auch dem Performance-Basher. Da wird aber vielleicht nochmal ein separates Video kommen. Ich habe da so ein paar Ideen, wie wir das ganze Thema aufarbeiten können. Und wie gesagt, deswegen sage ich jetzt einfach mal nur so, der aktuelle Scale-Basher und einer der schönsten Karosserien momentan im Markt, der Big Rock 6S, geht definitiv mit nach 2024. Dann habe ich hier an der Wand noch einer der schönsten Eraser im ganzen Land. War es nicht ein schöner Reim? Nein, Freunde, also mein absolutes Herzstück, wenn es um den Aufbau von einem Readie-Fahrzeug geht. Und der einzige Readie, der noch hier im Fuhrpark ist, hängt an der Wand. Readie Eraser mit einer wunderschönen Proline Bronco R Karosserie, der 21er. Die Racing-Karosserie, die echte Baja-Karosserie. Und die Besonderheit am Eraser ist, dass wir ja vorne eine Querlenkerachse haben, während wir hinten mit einer Crawler-Baja-Achse arbeiten, mit einer Pendelachse arbeiten. Und deswegen habe ich mir das Chassis auch noch behalten. Da ist aktuell keine Elektronik drin. Und wenn es mal wieder sein soll, dann packt man da mal kurzerhand eine rein. Und dann kann man mit dem draußen wieder ein paar Aufnahmen machen. Und dann hänge ich ihn wieder an die Wand und dann war es das gewesen. So, hier drüben jetzt das Regal mit den Minis. Amevi Mew 4, haben wir jetzt aktuell genug Content auf dem Kanal. Eins der beliebteren Fahrzeuge momentan im Markt, wenn es um die Mini-Basher-Monster Trucks geht. Dann hat Arma eines rausgehaut, den Arma Grom. Richtig cooles Fahrzeug. Mit dem muss ich jetzt demnächst auch mal wieder zum Fahren gehen. Der wurde jetzt ja zuletzt im Hands-on RC frisch gewartet. Haben wir ein bisschen reingeguckt. Und wie gesagt, der macht richtig viel Spaß zum Fahren und bringt auch da eine gute Geschwindigkeit mit. Dann haben wir ja hier drüben hinter der Mütze, da versteckt sich noch der Readie Ravage. So ein bisschen mein Einsteigerfahrzeug, wenn es um die Kinder geht. Damit hat die Hanna angefangen, jetzt hat die Helen das Ganze fortgeführt. Aber ich habe schon gemerkt, die Hanna, die ist jetzt ein bisschen mehr hier beim Mew 4 oder dann beim Arma Grom unterwegs, weil die einfach noch mal ein bisschen schneller fahren. Und bei der Helen wird es auch langsam grenzwertig. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Ravage nächstes Jahr dann irgendwann mal so ein bisschen den Platz freimachen muss für ein anderes Projekt. Aber momentan steht er noch im Fuhrpark und deswegen nehmen wir ihn mit ins neue Jahr. So. Oben auf dem Regal steht dann die Coralli-Fraktion, die sich noch bei mir hier im Haus befindet. Und zwar einmal mit dem 4S Skeeter, den ich absolut liebe. Richtig cooles Teil. Und auch noch mein alter Kronos XTR aus 22 mit der Punisher-Karosserie. Diversen Tuning-Teilen, Octai-Splash-Bar mit dran, POS-Bumper mit dran. Also die Karre hat so ziemlich alles drin, was man so in einen Coralli noch zusätzlich reinbauen kann. Ich habe den mir aufgebaut damals zum Superbashen, also um den wirklich auch zu schicken. Macht da richtig Laune zum Fahren, ist heute auch noch im Einsatz, wird auch noch, denke ich, eine Weile im Einsatz bleiben, weil ich mich allein aus emotionalen Komponenten von dem Fahrzeug nicht trennen kann. Und beim Skeeter sieht es auch so aus, den habe ich jetzt bald seit, ich glaube, 2022 hier im Fuhrpark, war mit dem auf dem Basher-Treffen in Fachbach, hat mir damals einen Querlenker gebrochen, das müsst ihr euch mal hier angucken, da wo die Schraube sitzt, ist die Bruchstelle und der fährt einfach immer noch so durch die Gegend, ja. Ich habe neue Querlenker da, könnten jederzeit tauschen, aber ich dachte mir immer, warum, was soll das denn, ich lasse ihn einfach weiterlaufen. Und wie gesagt, der hat jetzt das ganze Jahr 23 überlegt, ohne dass ich da Querlenker wechseln muss. Der nächste im Bunde wäre dann der Traxxas Sledge. Ein Fahrzeug, mit dem ich emotional ein bisschen gebrochen war am Anfang, weil mir ständig die Chassisplatte kaputt ging, ja. Und nachdem ich dann aber jetzt eine Bashbar vom Octai reingebaut habe, war dann da wirklich Ruhe. Ich habe mir nichts mehr kaputt gemacht. Die Karosserie habe ich aufgehübscht mit Teilen von JS-Parts. Da muss ich auch wirklich sagen, immer wieder toll mit dem Jonas, so Karosserien aufzuhübschen. Also auch jeder, der da seine Karo ein bisschen individuell gestalten will. Beispielsweise auch wie hier die Anbauteile, die ich am Kronos habe. Hatte da auch am XTR zum Beispiel Teile schon von JS-Parts mit dran. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, schaut bei JS-Parts im Shop vorbei. Macht eure Fahrzeuge schön, wenn ihr das denn möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, der Traxxas Sledge noch wirklich einer der mir lieberen Long-Wheelbase-Fahrzeuge. Kam jetzt 2022 Ende des Jahres auf den Markt.
Wie gesagt, wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch zwei Chassisplatten, die kaputt sind, von ihm rumliegen. Aber wie gesagt, seitdem Octa Splashbar unten mit dran hängt, habe ich mit dem Fahrzeug Ruhe. Und er macht wirklich Spaß zu fahren. Ich habe nachträglich Stabis eingebaut. Ich habe Carbonverstärkungen in den Querlenkern. Da unten liegen schon blaue Querlenker, die, glaube ich, seit einem Jahr eingebaut werden wollen. Aber meine anderen gehen halt einfach nicht kaputt. Deswegen sage ich ja nur, der ist jetzt auch das ganze Jahr gefahren, hat eigentlich keinen einzigen Schaden irgendwo gehabt. Ich meine, ich bin auch mit ihm jetzt nicht so voll extrem gegangen, aber trotzdem hat er so ein bisschen was mitgemacht. Und dahingehend muss ich wirklich sagen, ja, hat er deswegen auch den Top 5 Platz bekommen. Noch im Ranking fürs neue Jahr der RC-Basher. Und dann das neue Highlight hier im Fuhrpark von Coralli, der jetzt leider einfach nur nicht mehr da hochgepasst hat, aber definitiv müsste eigentlich auch mit da hoch, das ist der Kagama. Kagama, dieses Jahr neu zugelegt, mit dem waren wir auch schon beim Fahren, mit dem müssen wir auch wieder raus zum Fahren, der hat jetzt wieder Bock zu laufen. Und vielleicht nehme ich den dann mal mit, wenn es das nächste Mal mit dem Big Rock rausgeht und machen wir mal einfach ein bisschen Spaß mit zwei Fahrzeugen. Ja, super cooles Fahrzeug, super cooles Chassis, viele, viele Neuerungen drin. Das haben wir ja alles schon im Unboxing geklärt. Und beim First Run waren wir auch schon draußen. Konditionen nicht ganz ideal. Trotzdem ist das Fahrzeug sehr, sehr gut gelaufen. Und für mich einfach auch so ein Highlight aus 2023, was ich definitiv mit in das nächste Jahr nehmen möchte. Und jetzt habe ich euch noch einen unterschlagen. Und zwar steht er hier unten drin, ganz unscheinbar. Und zwar ist es der Traxxas TRX6. Den ich auch in meinem Crawler-Ranking ja schon auf Platz 2 gelegt habe. Hier hinten seht ihr noch die hinteren zwei Achsen. Ne? Nicht, dass ich hier Bullshit erzähle. Aktuell nur einfach in der Umbauphase. Ich habe dort mein Unimog-Doppelkabine drauf sitzen. Vorne ist die Stoßstange schon dran. Aber ich bin mit dem Projekt jetzt noch nicht weitergeschritten, weil ich ja momentan auch viel um die Ohren habe. Da hoffe ich jetzt mal im Weihnachtsurlaub wieder ein Stück weiterzukommen. Wie gesagt, hinten den Aufbau noch zu machen. Ich muss auch noch rädermäßig gucken, was da Phase ist. Aber TRX6 auch noch ein Fahrzeug, das ich mit in 2024 transportiere. Und aus gegebenem Anlass haben wir jetzt eigentlich so ziemlich alles gesehen, bis auf den Ready DevWatcher XL. Weil der befindet sich ähnlich wie der DR10 oben auf dem Speicher und wartet dann auf den Sommer, um dort wieder seinen Einsatz zu finden. Ich habe das Fahrzeug tatsächlich auch schon zum Verkauf angeboten, aber ihn wollte keiner haben. So, Thema erledigt. Also Elektronik ausgebaut, die sitzt übrigens jetzt im Kagama drin. Und habe das Fahrzeug dann in seinen Karton gepackt und dann einfach auf den Dachboden gestellt. Uhu. Freunde, und dann im Prinzip gibt es eigentlich kein RC-Fahrzeug mehr, über das ich berichten kann. Das bedeutet, wir sind jetzt so am Ende vom Video angelangt und können noch ein kleines Schlusswort finden. Ja, RC-Freunde, und mir fault jetzt dann auch demnächst der Arm ab mit diesem Selfie-Stick. Ich glaube, der eine oder andere hat es gemerkt. Es war auch mal stellenweise kurz ein bisschen zitterig und wackelig. Aber das ist halt einfach so, hier eine Viertelstunde durch die Gegend laufen mit so einem Stab in der Hand, ist nicht immer geil. Aber Freunde, das war jetzt mein Fuhrpark, mein RC-Fuhrpark hier bei Willy West Customs Waxer RC TV. Da gibt es auch gar nicht mehr hinzuzufügen, weil es werden ja natürlich auch noch andere Videos kommen. Und wenn euch das Video soweit gefallen und unterhalten hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Und Thema Verlosung, auch da vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe den Leuten ihre Gewinne zugesandt. Ich hoffe, sie sind auch mittlerweile angekommen. Und hier an der Stelle jetzt nochmal ein großer Ausruf an Clarky76. Lieber Clarky76, melde dich bei mir. Du hast noch einen Gewinn ausstehenden. Da geht es noch um das Tagesticket für Hemelsee für 2024. Und Clarky76, bitte melde dich bei mir. Wir müssen noch den Gewinn überreichen, damit ich wirklich alles weg habe, was ich dann auch verlost habe. Ansonsten den Land Rover habe ich persönlich übergeben. Auch eine Waxer RC TV Kaffeetasse konnte ich persönlich übergeben. Das war richtig cool. Alles andere habe ich mit der Post versendet. Und ich bedanke mich an der Stelle jetzt einfach nur wieder fürs Zuschauen, ohne großes Blabla, weil das haben wir jetzt die letzten 20 Minuten schon aushalten müssen. Und sage bis zum nächsten Mal bei Waxers RC TV. Bleibt gesund, frohe Weihnachten und habt Spaß mit eurer RC-Sammlung.